Hallo Markus, ich habe mal eine Frage zu Word. Ich bin konstruktiv faul und arbeite wirklich gerne mit der Autokorrektur. Und in der letzten Zeit habe ich festgestellt, dass das mal klappt und mal nicht. Hast du da vielleicht eine Erklärung zu, was da passieren könnte? Ja, kann ich dir kurz zeigen, weil mir geht es genauso. Ich habe ganz, ganz viele Autokorrektureinträge. Ich zeige dir mal, wie das zusammenhängt. Ich gebe das Kürzel GPO und ein Minuszeichen ein und dann ersetzt er das automatisch sofort durch den Text Gruppenrichtlinien, weil den möchte ich nicht jedes Mal schreiben. Das funktioniert, weil diese Autokorrektur habe ich einmal angelegt und damals, und das ist vermutlich bei dir auch das Problem, war als Sprache Deutsch eingestellt. Wenn du unten in der Statusleiste schaust, dann siehst du da unten Deutsch Deutschland. Und wenn du jetzt eine Dokumentation schreibst, zum Beispiel sowas bei mir, dann sind hier englische Begriffe dazwischen. Und Word hat ja einen Automatismus, dass er die Sprache erkennt und automatisch zuweist. Entsprechend, wenn du jetzt guckst, der Cursor blinkt am Ende und entsprechend steht unten Englisch Vereinigte Staaten. Und wenn ich jetzt weiterschreibe, dann funktioniert das ganze Spiel nicht, weil diese Autokorrektur gibt es in der englischen Version nicht. Wenn du sowas hast, dann ist es ganz einfach, nachdem das Englische vorbei ist, drück einfach einmal Steuerung und Leertaste. Jetzt Oh hast ja, du ich sehe gesehen, das schon. hat er, ne? Hat er sofort auf Deutsch umgeschalten, weil Steuerung Leertaste heißt, geh mal bitte zur Formatierung zurück, die da früher galt. Ah, alles Und klar. wenn ich jetzt mein Kürzel eingebe, zack, kommt es richtig. Also der Super. Trick ist, Steuerung, Leertaste und dann erst weitermachen und dann funktioniert das Spiel. Danke dir, Markus. Hast du mir sehr mitgeholfen. Sehr gerne.